Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum müssen wir uns im Jahre 2020 mit den Nachwirkungen der Monarchie beschäftigen? Ja, das ist eine gute Frage, da wir ja alle wissen und das auch breit gefeiert haben, dass erfreulicherweise mit der Revolution von 1918 die Monarchie hinweggefegt wurde, wofür wir den Revolutionären und Revolutionären heute noch dankbar sein können, meine Damen und Herren. Denn die Monarchie ist natürlich qua Konstitution das Gegenteil von Demokratie, ist die Gegenteil, das Gegenteil gegenüber der Herrschaft der Bevölkerung. Aber es geht um was Folgendes. Ja, mit Lehren aus der Geschichte haben Sie es nun wirklich nicht, das wissen wir, deswegen sind Sie da erstmal grundsätzlich raus aus dieser Frage. Es geht um etwas ganz Handfestes. Die Familie, die sogenannte Erbengemeinschaft der Hohenzollern, möchte eine Entschädigung haben für Enteignungen, die es nach 1945 umfangreich gegeben hat. Denn damals schätzte sowohl die sowjetische Militäradministration als auch dann später die DDR den deutschen Adel als zutiefst verstrickt und mit einer der Hauptursachen für den Nationalsozialismus und hat ihn deswegen in seinem Geltungsbereich vollständig enteignet. Und diese Entscheidung, um es hier einmal klar auszusprechen, war historisch und moralisch durch und durch richtig, bei allen anderen vielen Entscheidungen, die es damals gegeben hat, um das mal klarzustellen. Nun geht es zum Zweiten, das wird alles gleich zusammengefasst, um noch etwas anderes. Also diese besagte Erbengemeinschaft möchte hinzu eine Rückgabe sehr vieler Kulturgüter. Und das Bizarrste in den Forderungen, was ja selbst dann der Staatsministerin, die ja auch da ist, irgendwann zu bunt wurde, war die Forderung des sogenannten Hauses Hohenzollern, ein unentgeltliches Wohnrecht im Schloss Zizilienhof, im Schloss Lindstedt oder der Villa Liegnitz. Das ist natürlich so dermaßen abgedreht, wenn man sich das auch mal überlegt, überhaupt so etwas zu formulieren. Und deswegen muss ich ja leider feststellen, dass offenbar die Hohenzollern mental noch nicht in der Republik angekommen sind. Das, Herr Korte, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Kollegen Post von der SPD-Fraktion? Bitte schön, bitte schön. Ja, danke, Herr Kollege Korte, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben ja jetzt gerade explizit die Haltung der damaligen DDR-Regierung aufgeführt und auch die ursprünglich erhobene Forderung der Hohenzollern, ein Wohnrecht Schloss Zizilienhof zu erlangen. Die Forderung wurde ja mittlerweile fallen gelassen, aber stimmt, wurde ursprünglich erhoben. Meine Frage, ist Ihnen bekannt, dass am 3. Mai 1988 Erich Honecker einen Brief unterzeichnet hat, in dem den Hohenzollern explizit ein Wohnrecht in Schloss Zizilienhof eingeräumt werden sollte, wenn im Gegenzug die Särge der verstorbenen Könige Friedrich Wilhelm des Ersten und Friedrich des Zweiten wieder zurück nach Potsdam überführt worden wären. Ja, das ist ja eine katastrophale. Das ist eine der weiteren grundsätzlichen Fehleinschätzungen von Erich Honecker. Also da sind wir uns da völlig einer Meinung. So, das macht aber die heutige Forderung ja nicht besser, dass es dort Fehlentscheidungen gegeben hat. Nur Herr Post, das ist noch die Antwort. Ja, ja, ja. Kollege Post, Sie müssen ja eins sehen, ich habe ja gesprochen von den Enteignungen nach 1945, und zwar flächendeckend. Da stimmen Sie mir doch insbesondere als Sozialdemokrat, also Stichwort Revolution von 1918 und Ausrufung der Republik, an der ja Ihre Partei eine gewissen Anteil hatte, wenn man so will. Da sind wir doch einer Meinung, dass das sehr richtig gewesen ist. Und wenn Honecker dann auch dort völlig falsch entscheidet, kann ich da ja nichts für. Aber ich kann feststellen, dass es falsch ist, wenn es so ist, wie Sie sagen. Ja? Also, sorry, so sieht's aus. Also, wenn wir jetzt aber mal weitergehen, wollen wir uns dem Ganzen juristisch nähern. Es gibt in dem Gesetz von 1994, wo diese Entschädigungsfragen geregelt sind, folgenden Passus, dass nämlich Entschädigungszahlungen dann ausgeschlossen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn in diesem Fall die Familie Hohenzollern dem Nationalsozialismus, wörtliches Zitat, erheblichen Vorschub geleistet hat. Dazu gibt es jetzt ja alle möglichen Gutachten, die dank des Satirikers Böhmermann ja auch allgemein jetzt allen zur Verfügung gestellt wurden. Da kann man auch einfach mal Danke sagen, um das nachzulesen. Und deswegen stellt sich auch juristisch und politisch die Frage, haben die Hohenzollern und dort besonders Kronprinz Wilhelm den Nationalsozialismus Vorschub geleistet? Und ich möchte Ulrich Herbert, einen, glaube ich, unumstrittenen, exzellenten Historiker zitieren, der auf diese Frage Folgendes geantwortet hat. Ja, gewiss nicht weniger, aber wohl auch nicht mehr als all die anderen hochrangigen Vertreter der vaterländischen Verbände, der deutschnationalen Parteien, der Clubs und Ringe der rechtsradikalen Intellektuellen, der Großagrarier und der Großindustrie, die die Republik zerstören und das neue Reich der Rechten aufbauen wollten.
ohne Parlament, ohne Gewerkschaften und ohne Juden. Allerdings unter der Voraussetzung, dass sie selbst dabei irgendeine wichtige Rolle spielen durften. Aber wenn selbst die es nicht waren, die Vorschub leisteten, dann war es eben keiner. Wie gehabt. Zitat Ende. Das ist der Kern der geschichtspolitischen Auseinandersetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir führen. Und das macht nochmal den Kern deutlich, warum übrigens auch die Weimarer Republik entgegen dem ganzen Humbug, der da erzählt wurde, zerstört worden ist. Nämlich im Bündnis von der Großindustrie, von Rechtsradikalen und eben den deutschnationalen konservativen Parteien. Das hat die Weimarer Republik zerstört, um es hier auch mal klar auszusprechen bei all dem Unsinn, der sonst erzählt wurde. Ja, das ist die Traditionslinie, in der Sie stehen. Ja, das ist Ihre Traditionslinie. Zum Vierten. Es geht natürlich hier auch ganz schlicht um Geld. Es geht hier nicht um Tradition oder was dort alles erzählt wird von irgendwelchen Adelshäusern, sondern es geht schlicht um Kohle. Und das kann ich auch belegen. Gucken wir mal auf die Versteigerung im Jahre 2017 der Hohenzollern im Auktionshaus Sotheby's. Bevor wir da drauf gucken, darf ich noch mal fragen, erlauben Sie noch mal eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Kollegen Hampel. AfD. Dort wurde im Jahr 2017 bei Sotheby's Folgendes verscherbelt, nämlich ein vergoldetes Trinkgefäß von Friedrich I. im Wert von 2,6 Millionen Euro und 5 Gemälde unter anderem mit Ansichten vom Berliner Stadtschloss inklusive Einrichtungsgegenstände. Also die Stadtschloss, wo mehr oder minder aufgeklärte bürgerliche Kreise sehr viel Geld für gesammelt haben, um es wieder aufzubauen, wahnsinnigerweise. Aber das ist eine andere Diskussion. Also das wurde dort verscherbelt. Und die Staatsministerin Professor Grütters hat natürlich recht durch und durch, wenn sie sagt, dass national wertvolle Kunstwerke, Zitat, natürlich in das Museum gehören und der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden und nicht auf den internationalen Kunstwerken verramscht werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und fünftens. Jenseits der ganzen Frage der Verstrickung in den Nationalsozialismus, ne, gibt es ja noch einiges andere, was man dort mal aufarbeiten konnte. Das will ich schon noch mal sagen. Und ganz grundsätzlich in der Geschichte des Adels und der Monarchie beruhte natürlich der wesentliche Teil dieses unermesslichen Reichtums der Adelshäuser daraus, dass sie die Bevölkerung oder klassisch gesagt das Volk ausgeplündert haben und nicht durch eigene Hände Arbeit, um das hier auch mal klar zu sagen. Denn wer hat denn die Schlösser und Burgen gebaut? Das waren nicht die Monarchen, die Hand angelegt haben mit der Maurerkelle. Das waren die Arbeiterinnen und Arbeiter. Daran sollte man vielleicht mal ganz grundsätzlich erinnern. Und im Übrigen, wenn wir auch über die Familie Hohenzollern und die Geschichte reden, will ich auch noch mal an die Verbrechen der Kolonialzeit erinnern. Das wäre etwas, was Sie mal aufarbeiten sollten. Da wurde noch nie über Entschädigungen gesprochen. Also, ich kann namens der Fraktion der Linke nur sagen, es kann keine Geheimverhandlungen mehr geben, keine außergerichtlichen Absprachen. Hier müssen jetzt die Gerichte entscheiden. Und die Forderungen der ehemaligen Adelshäuser sind für die Zukunft gesetzgeberisch auszuschließen. Denn das ist der Kernbestandteil der Demokratie. Nämlich die Herrschaft der vielen, die Herrschaft der Bevölkerung und nicht von irgendwelchen selbsternannten Adligen mit komischen Namen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jan Korte. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Hampel für die AfD.